Das ist immer interessant. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa rasulillah, wa la alihi wa sahbihi ajma'in. So, wir haben heute ein sehr wichtiges Thema. Das, und zwar das Pokalfinale. FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Wichtig ist ja relativ, ist ein Adjektiv. Adjektive kann man immer relativ verstehen, so. Was möchte ich hier zu diesem Thema sagen? Was kann das mit Islam zu tun haben? Bayern hat 2-0 gewonnen. Spiel ist vorbei, ne? Bayern hat gewonnen. Das heißt, Bayern ist Pokalsieger. So. Welche Lehre können wir für unser religiöses Leben aus diesem Sieg entnehmen? So. Welche Lehre? Ihr werdet lachen. Ich kann euch sagen, was man da... Ich kann euch etwas dazu sagen. Ich kann euch etwas dazu sagen. Das hört sich jetzt echt doof an, aber das ist Tatsache. Guck mal, wie diese Mannschaft, wie Bayern, in letzter Zeit unter Druck gesetzt wurde. Guck mal, unter Druck gesetzt wurde. Die verlieren, die spielen die ganze Saison super, werden frühester deutscher Meister aller Zeiten, auf einmal 3-4 Spiele, was auch normal ist, mal einen Hänger gehabt, gegen Real Madrid, trotz Ball, obwohl sie mehr Ballbesitz hatten, haben sie verloren, auf einmal wird alles schlecht geredet. Pep Guardiola, einen Monat vorher noch der größte Trainer aller Zeiten und dies und das. Auf einmal verlieren die in der Champions League gegen Real Madrid. Alles wird in Frage gestellt. So, aber haben die jetzt den Pokal geschafft. Und erstens, was wir dadurch lernen, wir lernen dadurch, wie undankbar die Menschen sind. Im Sport. Guck mal, wie undankbar die sind. Keine Mannschaft hat bisher zweimal hintereinander Triple geschafft. Also Meisterschaft, Pokal und Champions League. Keine Mannschaft. Und die haben es nicht geschafft, schon wird alles kaputt geredet. Schon werden die unter Druck gesetzt. Aber die sind wieder aufgestanden, haben es heute geschafft. Trotz diesem Druck. Das ist viel wert. Und hier müssen wir eins wissen, liebe Geschwister. Wenn wir unter Druck stehen und der FC Bayern steht wieder auf, dann müssen die Leute, die etwas für Allah tun, erst recht aufstehen. Selbst wenn mal ein Rückschlag kommt. Weil man darf nicht, die Niederlage, liebe Geschwister, die fängt im Herzen an. Im Herzen, glaub es mir, der Kopf ist beim Sport das Wichtigste. Auch beim Fußball, nicht der Fuß, sondern der Kopf. Nicht wegen Kopfball, sondern wegen deiner mentalen Einstellung. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Sira des Propheten. Bei der Schlacht von Uhud, Ibn Kamia hat Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu getötet. Und Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu sah dem Propheten ähnlich. Und als Ibn Kamia, Mus'ab ibn Umair getötet hat, hat er geschrien, Kateltu Muhammadan, Kateltu Muhammadan. Ich habe Muhammad getötet, ich habe Muhammad getötet. Daraufhin, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Schlachtfeld, der Prophet ist unter euch und plötzlich hört ihr, der ist gestorben. Boah, das ist ja der größte Schock. Der ist gestorben. Es gab einige, die mit dem Propheten a.s.w. waren. Was haben die gemacht? Die waren so deprimiert, die haben sich einfach auf das Schlachtfeld gesetzt und haben kein Schwert mehr erhoben. Die waren deprimiert. Es gab andere, die waren noch schlimmer. Die haben gesagt, oh, lass uns Abdullah ibn Ubay ibn Salul, das war der Führer der Munafikun, der Heuchler, lasst uns den darum bitten, dass er versucht, mit Abu Sufyan, der Führer der Mekkaner, einen Friedensvertrag abzuschließen. Noch schlimmer, die Schwäche ist psychologisch so in sein Herz gegangen, dass er mit dem Führer der Munafikun zusammen einen Deal machen wollte. Mit den Kuffar. Und schaut euch mal an, wie viele Muslime genau so heute sind. Wie viele Muslime sind so? Einmal kommt der Druck. Oh ja, komm, ja, nein, lass uns von dem distanzieren, lass uns dorthin gehen und bla bla bla. Und wie viele gibt es, die einfach sagen, ach, wir können sowieso nichts machen. Verstehst du? Genau diese Einstellung. Und dann gab es die dritte Fraktion. Ein Sahabi, der war blutüberströmt.
Und die haben ihm erzählt, der Prophet a.s.w. ist gestorben. Da hat er gesagt, ja, was ist mit euch? Wenn der Prophet a.s.w. gestorben ist, da hat er die Botschaft vollendet, also sterbt, wie der wofür der Prophet gestorben ist. Das war seine Aussage. Das waren Leute, bei denen die Niederlage niemals ins Herz hineinkommen konnte. Und diese Einstellung müssen wir haben, das ist Tauhid. Heutzutage, wir haben so viele Versager, die reden vom Tauhid. Das ist kein Tauhid, das ist Yamalappendawa-Tauhid, ist das. Ja. Sobald der erste Wind zukommt, sind sie platt. Aber guck mal, das war heute eine große Kunst. Guck mal, deswegen, ich bringe diesen Zusammenhang. Das war heute nicht einfach, dass Bayern gegen Dortmund gewinnt. Bei all diesem Druck. Glaub es mir, ich kenne das vom Boxen. Ich kenne das vom Boxen. Und ihr seht das bei vielen Sportlern. Sobald dieser Druck kommt und die Medien wieder diesen Schrott schreiben, ja so, die sind durch, die können nicht mehr und bla 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 bla. Du hast das Gefühl, das sind alles Sadisten, die Medien. Die wollen immer die, vor allen Dingen die ausländischen Trainer, die wollen die immer platt machen. Ja? Hat doch nicht geklappt mit seinem System. Deutscher Meister gewonnen, Champions League mindestens ein Halbfinale gekommen, aber der hat ja gar keine Ahnung. Und dieser Druck, weil gerade bei Spielen oder bei Kampfsport kommt es auf diesen kleinen Moment an. Ja? Beim Laufen, guck mal, beim Schwimmen, natürlich braucht man auch mentale Stärke, aber da kommt es nicht auf diesen kleinen Moment an. Ja? Wenn du Fußball spielst und du willst den Ball jetzt auf das Tor schießen und in diesem Moment kommt diese kleine Unsicherheit, dieses kleine fehlende Selbstvertrauen, schießt du den Ball daneben. Aber wenn du diese Entschlossenheit hast, diese Stärke hast, ist genau wie beim Boxen. Ich sage euch mal eins, mein bester Freund früher war Felix Sturm gewesen. Ich war mit ihm zusammen in der Junioren-Nationalmannschaft gewesen und wir sind immer viel unterwegs gewesen. Wir haben fast jeden Tag miteinander telefoniert, einige Zeit lang. Vor allem im Jahre 1996, 95, 96, 97. Nee, 1995, 1996, 97, das ist ja schon lange her. Das ist ja schon sehr lange her. Also in dieser Zeit war er mein bester Freund. Guck mal, es gab viele Talente. Es gab viele Talente beim Boxen. Ich habe letztens mit einem Bruder gesprochen. Der heißt... Das ist auch ein Profiboxer jetzt. Und da hat er gesagt, wenn ich dich, der heißt eigentlich Adnan Cercic, der Felix Sturm, und einen anderen gesehen habe am Sandsack, da hat man eigentlich keinen großen Unterschied gesehen. Von Schnelligkeit und so weiter her. Und es gab viele Talente. Aber was er hatte, auch stärker als ich meine, okay, ich habe sehr früh aufgehört, ich würde jetzt nicht sagen, ich wäre der kommende Weltmeister gewesen oder so. Der hatte auf jeden Fall mehr Talent gehabt als ich, der Felix Sturm. Ja. Aber ich habe ja so früh aufgehört, dass auch noch viele Entwicklungschancen dort da gewesen wären. Ja. Ich heule dieser Zeit auch keine Sekunde nach. Ich will das nur kurz klarstellen. Aber was er hatte, ist, er hatte einen unheimlichen Kopf gehabt. Das war seine größte Stärke. Deswegen siehst du auch, dass er gegen Leute verloren hat, und die im Rückkampf besiegt hat. Er hat eine unheimliche psychische Stärke, weil er im Kopf nicht verliert. Bei dem mache ich mir am meisten Sorgen, wenn er gegen einen schwachen Gegner kämpft, der nicht so stark ist, den er vielleicht nicht so ernst nimmt. Der Kopf, das ist die Sache. Und das ist auch in der Dauer sehr wichtig. Guck mal, wie viele Leute haben sich zurückgezogen. Einmal kommen die Medien mit radikaler Prediger, schon zieht er sich zurück. Ja, nee, ist alles zu gefährlich, alles zu dies, das. Ja, es ist so. Einmal kommt irgendein Druck, irgendeine Niederlage, irgendeiner schreibt, der ist mit den Nerven am Ende. Einer, der wurde einmal bedroht von einer bestimmten Gruppe, da hat er sich zurückgezogen. Ja, ich höre besser auf mit Dauer. Einer, über den haben sie im Internet geschrieben, ja, radikal und hin und her. Plötzlich hat er sich komplett gedreht. Auf einmal kannst du sogar zu Weihnachten gratulieren. Ja? So viele Leute, die sich auf einmal gedreht haben, von denen du nichts mehr hörst, ist einfach so.
Und deswegen sage ich dir, dieses Leben vorher vom Boxen, das hat mir viel Lebenserfahrung gegeben. Bruder, es gab so viele Talente beim Boxen, die ich kannte, die so stark waren, die vielleicht genauso viel Talent haben wie hatten wie ein Felix Sturm oder ungefähr genauso. Aber da ist nie was dabei rausgekommen, weil die vielleicht einmal verloren haben und diese Niederlage nie verarbeitet haben. Weil die Niederlage in das Herz hineingekommen ist. Das ist der Punkt. Die Psyche ist so wichtig.